Kaisern Key war das, ne? 5, 4, 3, 2, 1. Wollt ihr alle pullen hier? Ah, links steht die Akantusi drin, by the way. Ah, dann sollten wir vielleicht gucken. Also du kannst schon alles pullen. Hm? Direkt, ich pull dir mal links die Mobs dazu. Ich kümmere mich um die Akantusi. Ich mich Tochter zu nennen, Hexe. Diese Anmaßung. Warte, bis dein Vater davon erfährt. Bis dahin vertraue ich dich der Obhut meiner Diener an. Ach was, und die ist gekümmert? Die werden wahrscheinlich auch Pule spawnen. Ja, die geben genauso. Sanguine. Move. Wir brauchen eure Kraft. Kannst du in einer zu einfach backpedalen, während die sterben? Ja, ich kann sie nur einmal kicken dann gleich. Vielleicht können die auch nochmal kicken. Aha, backpedalen habe ich drauf. Oh, wir haben links. So, okay. Perfekt, das beste, besten ne? Weg. So, klingt, als müsste ich nach dem Run verlassen. Steve fragt schon wieder. Pech gehabt. Ich glaube auch. Ich meine, so muss ich mir Flo nicht antun. So schlimm. Jo, ja, halt, gerne. Ich weiß nicht, es ist halt nicht optimal. Weil aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob man den Ding überhaupt hochkriegen kann. Relativ schwierig mit ihm. Weil er hat die Keys selbst alle noch nie wirklich gepusht. Microphone aber hat auch keinen Respekt davor, was passieren kann, wenn er fällt. Oh, weil wir haben die Tosse hier hinten drin. Die Seite spielen, ganz normal einfach da, wo sie stehen, töten, die Säule da vorne LOS, also das ist kein Problem. Okay, jo, auf geht's. Ja. Oh shit, das war nicht so schlau. Also hier rüber. Wenn gleich die Kröten explodieren, dann an die Treppe zur Säule. Oh shit. Also jetzt quasi. Ja, ich stehe jetzt hier hinten drin. Oh fuck, ich bin das und. Boah, ich bin das. Ich auch. Wie bist du als Caster das orientiert? Keine Ahnung, oder? Wollte da weg von dem Blut. Ja. Ja, das liegt halt jetzt ein bisschen kacke da. Ja, komm hier nach hinten. Komm hier nach hinten. Ja. Weil, wenn du sie LOS hier hinten, dann kommt sie angelaufen. Sehr gut. Wir hätten das ganze Pack einfach hinterziehen sollen, das wäre glaube ich besser gewesen, weil jetzt ist da alles voll gevoidet. Ja, soll ich sagen, normalerweise halt anständig reinbursten, dass halt die vier Frösche alle da vorne platzen und dann die eine dann ja ein Stück wegziehen, also nicht ganz so wie jetzt, sondern aber halt. Ja, aber jetzt kommen wir halt echt blöd an die Tusse ran. Ja, das ist halt kein Problem, muss ich halt hier hinstellen. Naja gut, okay, von der anderen Seite, ja passt. Jetzt ist eh weg. Naja. Also das ist nicht das Problem. Ich dachte mir, wir pullen halt den Boss, wenn wir jetzt von der anderen Seite rangehen. Nee. Hat die nicht mal Stacks gekriegt, dass die mir mehr Schaden macht? Das haben sie geändert, jetzt kriegst du die Stacks, wenn du getroffen wirst. Ach, okay, das ist ja ganz gut eigentlich gemacht, wenn du sie irgendwo getriggert hast und sie sonst halt hochstackt wie nochmal was. Okay, genau das geht ja, das geht ja noch voll klar. One-shotted wegen nichts, sondern jetzt kannst du direkt, hast du halt selbst die Stacks. Wollen wir den? Andere Seite spielen wir nicht. Spielen okay. Nicht. Und sonst hat genug Trash. Halt euch halt rechts, ach, wenn es möglich ist. Okay, oder so. Ja gut, dass mein Freeboard noch durch ist. Hier auf die zweite Mal CDs. Also, dass man kein HT runterreinigen kann. What? Die sterben! Weißt du, du willst ja, dass wir wipen, oder was? Ja, das jetzt vielleicht nicht, das ist ein bisschen grob ausgedrückt, aber... Na, ich weiß nicht, also hier Flo hat mir vor Augen 5 Sekunden Stun gegeben, eine Sekunde bevor das abgelaufen ist. Muss vielleicht mal move. Weißt du? Ja. Außer von wegen, ja, wo du glaubst einfach so, na, die Leute wollen einfach, dass das schief geht. Alter, hat mich fast gewonnen, schottet er.
Ich hab's hier schon oft genug gesehen, dass da hinten der Trash gepult wurde, ne, wenn wer panikt. Warum willst du hier paniken? Der Boss macht nichts. Ja, du, es gibt komische Leute. Die wollen dann mit diesem Kreis raus und dann hast du einen Salat. Na, random HC habe ich hier letztens jemanden gewonshottet, der übernommen wurde. In der Random HC haben die Leute auch fast keine AP. Und warum gehst du Random HC? Für einen Beutel ab und zu, wenn ich okay. Langeweile hab. Kein Deathmark. Schaut ab. Mikrofon muted. Finde ich jetzt gar nicht. Wer meinst du denn, dass er eine aggressive Art hat? Hat nicht einen Brock gehabt in dem ganzen Fight, ey. So lächerlich. Das heißt eigentlich einen Brock gehabt von was? Von, meinem Talent. Dass ich nochmal vollen Malstrom hab. Ah, Aftershock. Genau. Nicht einen Brock gehabt. Alter. Oh boy. Ich hab mal gewollt. Boys. Können wir die ein bisschen. Also ja, jetzt haben wir die Tusse. Ja, die kommt sowieso. Aber geht nur darum, so wie du gestanden hast, konnte ich halt nicht den Captain angreifen. Ich muss mal weg. Okay. Ich mal irgendwie, dass ihr die Stacks wegkriegt, okay. Ziehen, da sind die Candles drunter. Ich hoffe, es geht hier in der Ecke. Boah. Ja, es geht also nur darum, dass sie sich einen Kreis unter sich legt, dann kriegt sie 50% weniger Schaden. Oder alle Mobs drin kriegen 50% weniger Schaden. Boah, shit. Warum hat man den Lohn hier oben? Ja, ich zieh sie gleich wieder weg. Ja, perfektes Timing zum Ziehen. Aber kicken müssen wir trotzdem. Olli? Die hauen echt richtig raus, die Mobs, ne? Hab ich doch. Ist gut. Ich brauch dich immer mal an. Er ist auch fortified, ne? Plus 16. Ja, macht schon Spaß. Ich sag mal so, ich hab nicht sonderlich defensive Skillung drin. Wenn ich die jetzt kick. Ja, ein bisschen ziehen. Sorry. Ja, nee, stimmt eh. Tot. Dafür machst du aber mit Damage. Ach, okay. Macht zwar kein Damage, aber sie will. Das ist halt die Frage, was da mehr bringt. Ja, ist halt die Sache. Hab mich mal selber ein bisschen. Okay, ich pull die mal zurück. Ich spiele halt mit den Dornen auch. Das klopft den Mob schon ein bisschen Damage rein, aber ich krieg halt so gut wie keine Wut, das ist so ein bisschen scheiße. Hast du eigentlich mal probiert, die PvP-Essence zu spielen als Bär? Das wäre eigentlich das Bessere, glaube ich, in M+. Ich habe jetzt halt irgendwie eher so eine Single-Target-Geschichte drin. Fuck, jetzt raus. Dann müsste, also das würde gehen, wenn ich diese, wenn ich die PvP-Essence spiele, dann am besten mit Inka. Und dann muss ich mir halt die Geschichte reinhauen, dass ich mehr Wut kriege über meine Dots, dann wird das wahrscheinlich gut abgehen. Vor allem, wenn du halt dann ein paar Mobs immer zusammenpullen kannst. Hier rechts direkt. Wenn wir die Putt rausziehen. Kommen ja halt zwei Putts jetzt. Ja, aber die können wir ja holen. Ja, lass sie reinziehen. Hier, jetzt kommt noch die zweite. Nehmen wir direkt. Geh nicht zu weit rein, raus, sonst haben wir gleich von hinten. Ach, da hinten, Ist dann. Ja, wir müssen die da jetzt rausziehen. Hilft alles nix. Ja, reinjucken, Boys. Nicht so weit nach hinten. Komm vor. Ja, passt. Oh shit. Ich spiel die so ein bisschen in der Ecke hinten. Jo, ich zieh sie gleich hinter, sobald mein Cast durch ist. So. Ja, die stehen schon in der Suppe. So, und dann blutet wieder alles. Und jetzt sind dicker raus. Okay, der ganze Kleinscheiß ist tot. Oder gut schon. Alter, wer hat hier Battlefield Precision drin?
Bitte was? Das ist die in den Zurückkick-Tusse, ne? Ja, also die Zurückkick-Tusse. Aber nicht zu weit, ansonsten steht die gleich hinten in dem anderen Pack drin. Ja. Seid ihr euch sicher, dass die adden kann? Ja. Ja, die kann adden. Ja. Alles, was in ihre Aura reinkommt, während sie infight ist, wird direkt geaddet. Oh, okay, das ist nicht gut. Ja, ich muss schon sagen, so sind die sind diese Tuschen schon besser gemacht als das Reaping von der Mechanik her. Falls es jemanden interessiert, die Tusse kann auch den Boss da hinten adden. Auch wenn er nicht angreifbar ist. Was, auch wenn er nicht angreifbar ist? What? Ja. Echt? Und am Ende verpackst du die Inni noch, wenn's... Das habe ich zumindest letztens in einem Stream gesehen, dass die dadurch einfach den Boss geaddet haben und dann alles umgekleeft haben. Nice. Klingt auch nicht schlecht. Das klingt für mich ein bisschen nach Bug-Use, aber... Naja... Ja, ich weiß ja nicht, also... Ach, fuck. Das musst du halt auch erstmal denken können. Ja, das musst du auch gegenkleeven können, ne? Das ist die viel spannendere Frage dabei. Das Effigy Reconstruction braucht ihr nicht kicken, wenn keine Torn gerade aktiv ist. Ich bin außer Reichweite. Mikrofon. Schau mal, was der Boss mir gleich reinzimmert. Der kann nämlich ätzen, aber wir haben keinen Boss-Buff. Also es müsste eigentlich gehen. Jetzt auch direkt umhauen eben. Ich meine, so krass ist der Boss jetzt nicht, aber wir können das aussuchen, welchen wir mit Bloodlust machen wollen. Nee, da ist schon mehr Dash rechts noch, das schaffen wir nicht. Aber so ein, zwei Gruppen werde ich rechts noch immer. Ja, können wir ein paar rausziehen und dann den Boss machen. Genau. Ich würde erst direkt den Boss machen, dann können wir HT unten nochmal ziehen. Können wir auch so unten. Wo willst du unten HT ziehen? Beim Boss. Ja, ist halt die Frage, wo es sinnvoller ist, weil ich meine, wenn wir halt bei Lord Lady Bloodlust ziehen, haben wir es halt nicht für Goraktul. Also, wenn wir halt effektiv einen Bloodlust halt wegwerfen. Hab wohl ab. Ich hab meinen Hordenschar umgehauen, so ein Scheiß. What? Ach, ich bin nebenbei so ein Mob am Campen. Blöderweise bin ich mit dem im Warmode und die haben den weggeklieft. Shit, da ist alles voll. Raus da. Eigentlich ist halt hier meine Moonfire-Skillung auch ein bisschen sinnlos, wenn ich halt die ganze Zeit einfach nur so reinklief, ne? Halt für den Boss so ein bisschen. Schaffen wir das ohne Reset oder sollen wir den resetten? Sehen wir gleich. Okay, der. Warum ernsthaft? Haut schon ein bisschen rein. Oh, das ging schnell. Beam. Assert Beam. War das Zufall, dass der gerade aktiv war? Jetzt kannst du sagen, dass das Skill hast. Nein, nicht, ne? Was war Zufall, dass du halt drin warst? Nicht, dass er ready war. Ja, nee. Immer am Anfang gezogen halt. Nee, aber war halt Dings. Ist jetzt nicht extra dafür gezogen, sondern war halt zufällig gerade drin. Oh shit, ich hab mein Trinket vergessen die ganze Zeit.
DPS, Alter. Boah, ja, was hat er jetzt? 28. Oh, hast du ja noch Borg, theoretisch. Ja, meine eigene habe ich jetzt gerade reingehauen. Ja, gib's mir mal. Eine Wall habe ich auch noch. Ist gleich tot. Ja, okay. War ja echt kein Stress. Ja, fällt gut um. Lohnt sich da halt nicht mal auf den in den Woods zu switchen bei mir. Ach komm, wir sind halt außen rum. Hier rechts. Ja, da vorne steht noch die Shadow Tussi. Pull alles bei der Tussi und zieh's hier nach hinten. Ich bin außer Reichweite. Haben wir das? Ja, die müssten eigentlich kommen. Ich hab einmal das drauf gesetzt. Da kommt alles. Ja, das kannst du hier rauspullen. Ja, ich. Der Marke zahlen. Muss so auch. Am besten nur aus der Tür, weil sonst haben wir gleich überall Blut in der Tür. Ja, sobald der Ele. Ja, okay. Ah, ich hab den Erdele nicht gesehen. Sorry. Ja, deswegen habe ich nicht weiterziehen können. Aber da war. Ich habe drauf geachtet, da war ja ewig kein Blut, ne? Die ganz kleinen Maden haben das ja nicht gemacht. Nee, das nicht. Aber mir ging es darum, dass jetzt nicht alles voll liegt, wenn wir hier durchholen. Okay, können. Da kamen noch Maden raus. Ja, weiß. Hier haben die Seite, kann man dann erlösen. Da kommen übrigens noch Maden von hinten. Ist schon okay. Hier, Pott. Okay, ist es nicht. Wehgetan. What? Was hat mich vorher low gedroppt? Der AOE. Die Spitz von den scheiß Maden. Der AOE hat mich gefinisht, aber ich war aus irgendeinem Grund auf 50%. Ja, die Maden. Ich hab einen Haufen Spitz gefressen davor. Ich hab mir gedacht, ich bin auf 50% gedroppt, weil der AOE schon durch war. Aber dann sehe ich so hinter, zack, shit. Bursten. Ja, passt. So, weiß. Ich lass mal nicht frei. Ja, ich kann dich gleich retzen. Nee, ich retz. Oh, okay, von mir aus. Alter. Kann man die nächste Gruppe holen? Danke. Ich muss näher ran. Warte, ich zieh die mal noch ein bisschen weiter hinten, dass wir gleich Platz haben. Ach komm, jetzt läuft der hinter mich, diese dumme Sau. Ja, das ist wieder so eine Kick-Tusse, oder? Nee. Ja. Nee, das ist die Anti-CC-Tusse. Okay. Rauspullen alles. Ja, ich zieh die hier hinter. Shit, hätte man Beamen so auf. Abwall an. Fokus schon die Olle, ne? Nö, die ist portet sich ja gerade weg. Will der gleich mal gucken, wer da Damage drauf gemacht hat, oder? Kannst du gerne nachgucken. Ich glaube, dein Damage drauf war am niedrigsten. Ja, Tatsache. Und jetzt? Echt jetzt? Also, Razer hat am meisten. Ich habe am zweitmeisten knapp hinter Razer und du hast die Hälfte von mir. Okay. Oh. Ich hätte nichts für die. Alles vorher gezogen. Um die Ausreden. Ja. Hab ich vorhin schon gesagt. Also du hast circa so viel gemacht wie unser Tank auf die Dose. Ja, nice. Läuft, oder? Also ich hab nur reingeklieft, um die ganze Aggro von allen zu haben. Aber Taylor macht halt auch guten Schaden. So ist halt nicht. Das Problem ist, ich habe vorher immer mit Inka gespielt und dann habe ich immer E-Schaden gemacht und dafür keinen Boss-Schaden. Jetzt spiele ich mit der Boss-Skillung, jetzt ist es halt andersrum, keine Ahnung. Weiß ich halt auch nicht. Ja, ich weiß nicht, der E-Schaden ist halt auch voll okay. Also man kann sich nicht beschweren. Ah, fuck it. Raus da. Okay. Dann muss ich mal deprimieren, wenn du so als Eule da bist, gar keine CDs hast und es zum Cleaven geht und du gerade so überm Tank bist. Ja. Du bist mit meinem Paladin im Plus laufen, das sieht das ähnlich aus. Okay. Schauen wir mal. Also Prot-Belly. Wie sieht's jetzt mit dem Worry aus? Der war da vorher immer so krass.
Den haben sie doch jetzt ein bisschen genervt. Das haben sie gut runtergetunt. Okay. Also er rastet den großen Packs immer noch aus, da toppe ich immer noch über 100k. Mhm. Aber ja, das ist halt... Also der Worry Damage ist ähnlich wie der vom Druid. Aber okay. Dafür ist halt... dafür rastet halt Paladin aus in kleineren Packs. Also wenn du halt wirklich so 5er bis 8er Packs pullst, oder 4er bis 8er Packs, mhm, rastet halt der Paladin momentan richtig krass aus. Und bei allem drüber rastet halt der Worry aus. Okay, also ich habe vorher, ne, mit meinem Horden-Druid, der so 4.17 oder so equipped war, bin ich im Reaping so auf 120, 140k DPS gekommen, wenn ich da reinkliefen konnte mit der Inker, das war ganz gut. Das wird jetzt wahrscheinlich nochmal um gutes was mehr gehen, aber ja, machst halt Boss-Schaden fast nix. Dann... Ich würde sagen, so... 45 Wochen ist der Boss-Damage auch nicht so wichtig. Nee. Ja, geht. Also Single-Target-Damage ist trotzdem sehr, sehr wichtig, weil du hast ja immer wieder Prio-Targets auch im Trash. Na gut, das stimmt. Kick die jetzt mal. Ich weiß nicht, also ich spiele auf dem Fury auch voll Single-Target. Achtung, wenn ihr so zurückkickt, der Boss. Ah, ich habe gerade meinen Kettenblitz abgebrochen. Ich wollte die bloß wegkicken, dass ich die nicht ins Nirvana ziehen muss, die scheiß Viecher. Ich kick den. Zum Glück den Chaos abgebrochen. Okay, das war vielleicht ein bisschen risky jetzt eben. Okay, wie sieht's mit dem Mana aus? Passt, okay. Timer kommt. Wir könnten theoretisch auch erst noch den Trash nach unten machen. Nee, ja, jetzt. Hast du echt Charge als Bär? Ja, schon, aber ich habe gerade meinen Pot versehentlich zu spät geklickt. Meinen eigenen Timer ver... Nee, nur damit ich Bescheid weiß, weil ansonsten... Nee, ich kann eigentlich ranchargen, bloß ich muss eben meinen Pot noch drücken. Oh, eine kann man ja stehen bleiben, rein, ne? Hab ich gehört. Oh, 50% haut die rein, auf nicht vor die Frage. Oh, auf nicht Tyrannical meinst du? Auf nicht Tyrannical. Naja, macht gut Schaden, ne? Joa. Das ist 16 gedacht. Ja, du darfst halt nicht vergessen, also ich meine, das, was jetzt momentan 16 ist, das war halt vor letzte Season, war das was, 21 oder so. Ja, gut, aber wir haben deutlich mehr Gear, ne? Ja, geht, also ich habe jetzt 10 Item Level mehr als vorher. Hm. Ja, und die Sensen und so machen schon krass viel aus. Ja, aber die geben dir nicht so viel HP. Also die, was sind das gesamt 5%, was wir jetzt kriegen? Plus das bisschen Item-Level, das... Warte, ich bin so froh, dass Worry so viel healt, Alter. Und das, obwohl ich nichts dafür mache. Ey, ich muss es nicht mehr aktiv machen? Jetzt ignorieren. Na ja, okay. Ah? Heißt du dich nicht, wenn du einen Mob killst, dass du dann... Das noch, ja, nur wenn ich den Killing Blow bekomme, dann muss ich halt einen GCD wasten, um mich um 20% zu heilen. Okay, also ist das ein Damage Waste, oder? Das ist ein Damage Waste, weil der GCD, den ich dafür nutze, ist halt weit weniger Damage, als wenn ich einen regulären GCD nutzen würde. Okay, na gut. Aber die Sache ist, ich habe halt so viel Passiv viel generell in der Rota mit drin. Siehst du, Alter, ich war gerade 8,5 HPS. Und davon war halt ein einziger Ding Blow dabei. Also ein einziger. Wie heißt's? Geht, so. Findet Lady Kronsteig. Bringt sie zur Strecke. Wenn das hier nicht so heiß wäre, ne? Alter, das ist der Turm zurück. Zurück noch, das ist auch noch das Beste. Also, diese Noctus, ich finde die jetzt nicht so hart, ne? Wenn du da einen hast, der das macht, ist das ja easy. Das ist ja die Sache, sie verhindert halt Mars-Pools, weil du brauchst irgendjemanden, der sich halt drum kümmert. Weil wenn dir halt plötzlich ein Member fehlt von der Gruppe, weil er sich um die Bitch da kümmern muss, dann ist das halt ätzend. Und du kannst sie halt nicht ewig weit wegkicken und dann ein bisschen Damage auf Ding, sondern du musst konstant eigentlich draufbleiben, so 15 Sekunden. Ja. Weil du musst es halt gut timen, dass sie quasi nichts pullt, aber nicht in die Gruppe kommen. Kannst dann Eule halt Damage. Deine Dots immer wieder draufhauen, dann kriegst du jeden zweiten mit Moonfire. Aber okay, halt auch kacke. Ja. Ich kann mir überlegen. Das ist eigentlich schon ganz gut mit Frostshock, da kannst du die ganze Zeit instant drauf knallen. Aber ja, kann halt nichts anders machen, das ist halt dumm. Wenn wir jetzt runterkommen, das erste Pack rechts spielen wir direkt, da steht glaube ich eine Shadow-Tusse drin, bin ich mir gerade nicht sicher. Okay.
Und dann spielen wir noch das Pack gegenüber. Das ziehen wir wieder dahin, wo wir das Pack davor gemacht haben. Weil wir wollen die Matron, die Karte nicht spielen. Also rechts steht doch immer so eine große, oder? Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ja, die Patet, die ganz große. Also die läuft hier mittendrin den Gang entlang. Hier das Pack, die Treppe hochziehen in die Küche. Jo. Eine LOS-Tuse, ne? Ja, aber hier unten ist ja eben die LOS-Tuse. Und dann haben wir eben auch unten auch kein Blatt. Weil jetzt können wir nämlich da dann in aller Ruhe die LOS-Tuse spielen und hinterher können wir dann das Pack... Oh shit, ihr blutet alles. Dann können wir das Pack, was eben dann noch gegenübersteht, auf den Platz stellen, wo die LOS-Tuse war. Okay, ja. Können wir machen. Und dann stehen wir safe und haben keine Gefahr, dass wir hier die Matron dazu holen. Wir brauchen auch nicht mehr so viel, ne? Wir brauchen halt das Pack gegenüber. Wir brauchen 83,5, 84%, irgendwie sowas. Die Shadow Tour, sie gibt doch auch noch 1, noch was. Ja, eben. Vielleicht nicht die also große. Die große ist halt viel krasser als das kleine Pack. Ich weiß gar nicht, ob. Ja. Ach, hab ich das ernsthaft gefressen? Ach. Also, wir müssen gucken, dass wir irgendwie. Eine dodgen und eine Dings, dann schaffen wir es nicht durchzubürsten. Ja gut, das hat jetzt bei mir eh nicht viel Schaden gemacht. Eine fressen und die zweite dann dodgen. Also die Pat willst du jetzt nicht spielen, ne? Die wollen wir eigentlich nicht spielen. Die hat weniger Leben als die Pack da hinten. Ja, dafür macht sie aber irgendwie den doppelten Damage von dem Pack da hinten. Also die ist halt krass, was Tank Damage angeht. Weil die ja egal, reicht die von den Prozenten, dann lass die machen. Ja, die ist gerade im Weg weg, hol die anderen beiden. Ja, ich mach die anderen beiden, ein gutes. Aber wie gesagt, also ich weiß nicht, habt ihr das schon mal getankt? Weil mich hat das letzte Woche jetzt verballert und da war Tyrannical. Ich hab das nur mal geheilt und da haben wir alles zusammengepult. 50k gegeben letzte Woche. Wird sie auf jeden Fall Gas geben. Und ich meine, wenn sie dem Tyrannical eine 350k Stelle gibt, dann willst du nicht wissen, was sie dem Fortified gibt. Ah, vielleicht hattet ihr auch den Buff drauf und die andere Debuff hattest du. Sie war nicht geraged. Also sie war noch irgendwo bei 70% rum. Und den Debuff, dass ich mehr Schaden kriege, hatte ich, aber den kannst du eh nicht vermeiden. Also, beziehungsweise den kannst du vermeiden, weil den ersten kann ich Spell reflecten, aber den zweiten halt nicht mehr. Jetzt kommt sie halt gerade wieder. Ja, Druiden durchselfen. Ja, irgendjemand hat gepult. Einfach sterben, wer gepult hat, auf jeden Fall. Ich war nicht mal in einem Raum, nur hinten, aber kein Retzen. Kein Maßritz, alles schon dran. Mich wundert's ja, dass du mit dem Leap durchgekommen bist, ne? Der Leap ist mega, ne? Ja, also ich hab mir auch schon gedacht, okay, wird das was? Oh, da unten steht wieder so eine... Nicht schlecht. Da steht wieder so eine Weg-Noctus, aber wir können ja erstmal die einen hier holen. Genau. Außen rechts die eine, was separat steht, und die Dreierpart, die was da ist. Ich hol dir fix die eine, was separat ist. Auch bei dem, die Tussi kann den Boss adden. Okay. Echt, das hat's gerade nicht geschafft. Wir haben sie ein bisschen die Kuhle da reingebrotzt. Wir haben sie schon mal zum Boss rüber genockt. Ah ne, ich hab die nicht so weit weggehauen, eben. Danke, Knüpp. Wenn das vorbei ist, sollten wir über eine Stelle als meine neue. Du kannst mit der Tussi sogar, wenn du sie schräg knockst, die Viecher aus dem Gang adden. Wait, what? Sind die jetzt schon da? Die sind schon da. Die stehen nur ganz unten an der Treppe. Das ist gar nicht mal bad. Okay. Und zieh jetzt die Treppe runter. Weil also die Treppe runter? Ja, jetzt bin ich oben. Ja, weil oben ist halt relativ eng jetzt. Also oben ist... Du kannst auch jetzt noch stehen bleiben, aber... Ja, also ich bleib hier unten. Das kann mich gar nicht... Ja, das ist doch gut. Ist doch alles tot. Ja, nicht, dass die Matron da hochkommt. Wir haben da ein bisschen Sorgen gemacht, wenn die vorbeipartet, ob die aggroht. Mach dir Damage, ich mach dir Tools einfach. Okay. Ziehen wir so aus. Kann die auch machen. Mach du mal Schaden. Wünschiges Ziel. Kerze. Du hast einen Stun. Nice. Candles, move. Jo, ich geh wieder ein Stück hinter. Lol, warum evaden die? Ach komm, jetzt steht er halt drin. What the fuck?
Ne, der ist irgendwie verbuggt. Der stand auf der Wurzel drauf. Jetzt hat er sich geportet. Geht mal hier nach da unten rein, bitte, irgendwie. War nervig gerade. Ja, schau, dass die Blutfläche nicht in dem Bossraum liegt. Ja, ich zieh ihn nochmal hoch. Muss halt keiner stehen. Ja? Da muss doch keiner stehen. An der einen Fläche, wo es halt. Ja, gut. Muss es sich ja nicht schwerer machen, du musst ja noch ein bisschen moven. Okay. Aber wenn du was zu dodgen hast, dann noch die Fläche da, wo du außen rumlaufen musst. Was? Ach, cool. Dann lass. Nehmen wir die jetzt gleich so, dass ich da oben schimmel und ihr dann hier hochzieht, ja, ne? Naja. Also die Ads willst du hochpullen, oder wie? Ja, ich stehe hier oben über der Treppe auf dem Vorsprung, dann springen die nicht. Du tankst die irgendwo hier, wo ich gerade stehe, sozusagen. Oder da hinten. Hier Kreis reicht schon, wenn ich... Endlich hat die Eule mal wieder ein bisschen Burst. Das ist ja angenehm. Ja, da hatte sie ganz BOD schon, den Burst. Der Burst war nicht so gut im Vergleich zu anderen Klassen. Du hast halt konstant viel Schaden gemacht nachher. Weiß nicht, ich fand halt den Income-Burst auch ziemlich gut. Also wenn du halt Streaking Stars korrekt gespielt hast. Streaking Stars musst du halt korrekt spielen. Ja. Ein Hexenwerk. Ja schon, aber man hat halt trotzdem gut reingeburstet. Wobei ich das teilweise hab, dass ich einmal auf eine Taste drücke und dann castet der zweimal durch den Delay. Okay. Also jetzt nicht runterspringen gleich, sondern nur hochpullen. Jo, mach ich. Ich weiß zwar nicht genau, wo du meinst, wo ich mich hinstellen soll, aber... Einfach da, wo wir gerade stehen. Jo, okay, alles klar. Oh, also die... Pull die ersten drei, die kommen, oder willst du gleich alle... Warte mal, die springen gar nicht, wenn du rein bist, ne? Eigentlich nicht, ne? Außer die Füchse müssen gleich alles pullen. Sicher... Einfach blaues Mark und alles pullen. Versuch dein Kettenblatt einzuholen. Okay, das wird jetzt gleich spannend. Ich lass mich mal auf volle Wut hier. Also alle zu blau, oder wo müssen wir hin? Ja, alle zu blau. Zu blau oder zu Kai? Da, wo der hier Kreis ist. Zu blau. Zu blau. Einfach Kai... alle in blau. Kai bleibt, wo Kai ist. Einfach alle in blau, fertig. Alle stacken in blau. Aber du liest, du startest hier. Ja, ich glaube, es ist am Anfang Fakt, weil... Weil du einfach noch nicht in Range bist, zum Anspiel. Also ich habe jetzt meine zweite Wall gepoppt. Die hauen mich schon gut weg. Haben wir noch irgendeinen... Kannst du deine Ele schmeißen? Hast du das wieder? Ja, klar. Steht. Aber eigentlich machen die jetzt nicht so viel. Die sollten nur noch Tank Damage auf die machen. Ele steht, alles gut. Eigentlich hier über... Die hauen mich irgendwie immer noch, das Ele interessiert die nicht. Ja, hauen ja, aber die springen nicht. Ja, die Shadowclaws sind von denen schon böse, wenn ja, die ja, also ich habe jetzt gerade einen Dreifach-Stack Active Mitigation und meine beiden Walls... Oh fuck, wir müssen raus da. Move. Nicht zu weit move. Aber ja, irgendwie tankt mein Ele null. Der kriegt auch gar kein Damage. Irgendwie funktioniert der bei den Mobs nicht. Vielleicht haben die immer noch Random Akku. Jetzt macht das Ele was, aber das ist jetzt eher schlecht, weil jetzt werden die nicht aus den Patches raus. Okay. Versucht mal ein bisschen gleichmäßig die runter zu fokussen. Ich kick's jetzt nochmal. Ja, jetzt springen sie halt, aber. Naja, gut, passt. Schon okay. Haben wir tatsächlich Inter, oder? Also, es ist wirklich alle CDs, die ich hatte. Soll ich das mit dem Trank machen? Aber wollt ihr das machen? Das schafft Kai auch, oder? Okay. Ja, kann ich machen. Ansonsten, wenn du ihn halt an die... Wenn du ihn... Ja, nee, scheiß drauf. Ach, schon mal, ist gut. Der Tod macht voll. Ja, wenn ihr dann irgendwo Bestimmtes hinhaben wollt... Na, der steht gut. Wir müssen ja einfach nur runterspielen. Das ist... Ja. Der erste Trank ist direkt auf mir gelandet, also macht das erste. Setzt sie in Brand, bevor der Drosskönig sie wiederbelebt. Hilft euch! Tante, Set? Ich hab keins dann. Knockback und alles funktioniert aber auch. Setzt
wieder Knockback-Skillen, es geht nur hart auf den Sack, ey. Ich mach das dann. Wie gesagt, spielt einfach jetzt. Das brauchen wir genug Zeit. Wenn wir die stunnen, brauchst du die nicht spielen. Also ich kann halt desorientieren. Aber die healen sich halt, ne? Weil DPS müssen sie halt raus. Also ich würde sie einfach spielen und gut ist. Ja. Ah fuck, jetzt hab ich den. Weil jedes Mal, wenn er einmal das Wiederbeleben castet, dann werden die auch voll gehealt, die da sind. Aber sollten ja eigentlich mit dem Feuer, oder? Ja, die müssen tot nicht, wenn du sie verbrennst, aber mit dem Feuer müssen sie halt sterben. Ja, das Feuer erst schmeißen, wenn die tot sind. Wenn die halt bei 20% sind und dann wieder für jede. Weil so siehst du gerade, der ist auch wieder voll gehealt worden. Schnell, verbrennt sie! Instant? Ja, ein bisschen wenig CC. Ja, ich hab den nächsten Stun, falls nötig. Mikrofon muted. Ich hab mir Rick, sehr grüß dich. Drei Kicks, also drei Wegmove noch alleine. Activated. Nee, haben wir nicht. Achso, okay, dann zwei. Ist dann. Das sind hier so nochmal? Geht einfach auf den Boss durch, ich kann den nächsten nochmal knockbacken. Und ran, wir ran. Naja, ich hab mein Trinket nochmal. Achso, Olli will nur die Ads nicht machen, weil er dann mehr kriegen kann. Wunderbar. Schauen wir mal, was da drin ist. Ads, aber stimmt schon, die fangen ja immer wieder an zu casten. Dreht doch die Hände. Also die Handgelenke kann ich abgegeben, abgeben, wenn die wer will. Weil gebrochen. Oh, da ist ein Haufen Loot drin. Füße sind halt wieder bad. 4,50, aber sind nicht bad. Ja, kann ich sicher, oder? Ich kann die nicht fällen, ich hab nur 4,50er. Ich hab die aus dem Raid genauso, die haben exakt dieselben. Also den. Okay. Brauchst du den Ring? Wahrscheinlich, ja. Dann geht's Z-Boys. Du. Hier, Raggan. Brauchst du die Beine? Das kann man dich jetzt wieder zurückwerben oder bist du abtönig? Man kann alle 15 intern. Habt ihr Flo noch dabei? Ja, sicher. Ja, dann nicht. Okay.